Lambrechts in Oberfranken. Christoph Schricker und Nicole Oehlschlägl lernen im dritten Lehrjahr Produktveredler Textil. Die beiden machen in der Firma Knopfsohn ihre Ausbildung. Christoph ist 24 Jahre alt und hat die Fachoberschule hinter sich. Stoffe bleichen, färben, drucken, beschichten und ausrüsten. In der Warenvorbereitung wird die Rohware aus den Webereien für die großen Maschinen zusammengehängt. Das macht Christoph mit einer Kettelnaht. Handwerkliches Geschick sollte er da schon mitbringen. Baumwolle, Elastan, da werden später mal Reithosen draus. Nicole ist 20 und bringt die mittlere Reife mit. In der Vorapertur überwacht sie Polyesterstoffe beim Waschvorgang. Zuerst am Bedienungsleitstand, dann in den Maschinen. Hier entsteht technisches Gewebe für Automobilbezüge, Outdoor-Kleidung und Polstermöbelstoff. Die Stoffbahn läuft über Dutzende von Walzen. Da darf keine Naht reißen. Maschinenstillstände sind kostspielig. Wollstoffe werden in der Maschine gewalkt, also kontrolliert verfilzt. In der Walkerei markiert Christoph das Gewebe alle 50 cm. Die Wolle soll genau um 10% schrumpfen. Textilverarbeitung braucht jede Menge Wasser. Hier wird es mehrfach verwendet und schließlich recycelt. Weil die Maschinen ständig laufen, arbeiten Produktveredler rund um die Uhr in 3 Schichten. Jetzt braucht Nicole Ohrstöpsel. In der Färberei muss sie sich vor dem Lärm schützen. Mit dem Hubwagen schafft sie Stoffe und Chemikalien ran. Für alle Arbeitsschritte gibt es Hilfsmittel. Junge Frauen können den Job also genauso gut machen. Jetzt noch Schutzbrille und Handschuhe. Nicole muss sich vor den Säuren und Laugen zur Behandlung der Stoffe in Acht nehmen. Die Ausbildung zum Produktveredler Textil dauert 3 Jahre und endet mit der Facharbeiterprüfung vor der IHK. Im Farbmagazin löst Nicole die Farbpigmente in heißem Wasser auf. Ein Fliederton ist bestellt für Trachtenmode. Farbstaub und Dämpfe dürfen sie nicht stören, genauso wenig wie der Schichtdienst. Ihr gefällt der Job gut. Was mir Spaß macht, ist, dass ich hier sehe, was ich gemacht habe, was ich gearbeitet habe. Wenn man die Rohware sieht, die ist weiß und dann färbt man und man macht verschiedene Prozesse, dass ich dann auch das Ergebnis, vom Ergebnis was sehe, zum Beispiel auch wenn ich einkaufen gehe, einen Pullover einkaufe, dass ich das dann auch sehe, was mit dem Pullover gemacht wurde, dass der so ist, wie er dann im Laden hängt. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Sorgfalt, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis. Christoph entnimmt von einem fertig gefärbten Stoff eine Probe. Sie muss mit der Kundenvorgabe genau übereinstimmen. In der Musterstube mit Textiltechniker Ali Eser zuerst die optische Prüfung am Lichttisch, dann am Computer. Produktveredler Textil müssen exakt arbeiten. Zeigt. Jetzt erstmal die Vorlage. Christoph schätzt vor allem die Abwechslung im Job. Also wirklich gute Momente sind gerade wenn in der Färberei, wenn dann die Farbe irgendwann mal passt, weil es passt ja nie von Anfang an. Und was dann endlich geschafft hat, dass der Farbton so ist, wie er sein soll. Wir müssen uns mal den Spray Warenkontrolle im Labor. Mit dem Färbereileiter Uwe Zulek prüfen die beiden, ob dieser Stoff für eine Uniform wasserdicht ausgerüstet ist. Getestet wird die Wasserablaufrate. Wir schauen uns jetzt zusammen die Wasserablaufrate dieser Ausrüstung an. Mit Chemie können die Produktveredler viel erreichen. Also wir sind hinsichtlich der Ausrüstung in unserem Betrieb sehr breit aufgestellt. Wir können einen Stoff glatt machen, wir können ihn anrauen. Wir können ihn entsprechend wasserabweisend ausrüsten. Wir können ihn
wasseraufnehmend ausrüsten. Wir können sehr, sehr viele verschiedene Sachen mit dem Stoff unternehmen. Das alles ist abhängig von dem, was unser Kunde fordert. Wer gern mit Stoffen umgeht, der liegt hier richtig. Nicoles Fliederton fürs Dirndlgewebe ist jetzt durchgefärbt. Produktveredler Textil ist ein Job mit guten Karrierechancen. So Produktionsleiter Thomas Feulner. Durch Spezialisierung eroberte das Unternehmen neue Geschäftsfelder. Bis vor 10 Jahren haben wir uns ausschließlich mit Oberbekleidung befasst, aber jetzt mit technischen Geweben. Und diese technischen Gewebe, die gehen in den Automobilbereich, in den Fahrzeugbau, Medizintextilien, der Forst- und Waldarbeiter bekommt solche Kleidung, auch Feuerwehrschutzkleidung ist dabei. Die negativen Seiten: Schichtarbeit, chemische Dämpfe und Faserstaub, Maschinenlärm. Die Firma Meisel, World of Textiles in Konradsreuth, macht textilen Siebdruck. Das Unternehmen hat sich auf Merchandising-Produkte spezialisiert: Caps, Shirts, Taschen. André Lupp ist 19 Jahre alt und hat schon ausgelernt zum Facharbeiter. Sein Kollege Waldemar Adrianow steckt im 3. Lehrjahr. Mit UV-Strahlen belichten die beiden das Sieb. Das Motiv wird dann später auf T-Shirts gedruckt. Erstmal das Bild freiwaschen. Waldemar hat den Hauptschulabschluss. Eine bestimmte Schulausbildung ist für diesen Beruf nicht vorgeschrieben. Die meisten Azubis kommen mit mittlerer Reife. Mehr Informationen dazu unter BR Alpha, ich mach's. Waldemar bringt das Sieb zur Druckmaschine. Passgenau einrichten, jeder Millimeter muss stimmen. Für den 4-Farbsatz braucht es 4 verschiedene Schablonen. Dann die Rakel einsetzen. Dieser Gummischieber verteilt die Farbe übers Sieb. André ist der Profi für Farben, Manager in der Farbküche. Eine Fülle von Schattierungen steht zur Auswahl. Bei der Farbskala geht's um Genauigkeit. Die Vorlage muss exakt getroffen werden. Also 1000 Gramm weiße Grundfarbe abwiegen und dann 11 Gramm Brillantrot dazu. Kein Gramm mehr, so verlangt es das Rezept. Die Azubis müssen die Grundrechenarten beherrschen, um Rezepturen selbstständig berechnen oder ändern zu können. Dann mischt er die beiden Farben. Ich bin natürlich stolz darauf, dass wir hier in der Firma für ganz große Ereignisse uns weiterdrucken. Da sei genannt die Weltmeisterschaft, das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man im Fernsehen schaut. Und dann sieht man, die Weltmeister tragen bei der Pokalübergabe mit dem König die T-Shirts, die wir hier gedruckt haben. Produktveredler Textil beherrschen verschiedene Techniken. Farben, Muster und Ausrüstung. Erst beim Veredeln erhalten Textilien ihr endgültiges Gesicht. Auf den Drucktischen muss jedes Shirt exakt in der Mitte aufliegen. Ein T-Shirt kann farbecht oder lichtecht ausgerüstet werden. Ein Teppich mottensicher und ein Blusenstoff fleckabweisend. Die Auszubildenden setzen die computerunterstützten Anlagen in Gang und kontrollieren das Druckbild. Sie müssen immer dabei bleiben und den Druckprozess konzentriert überwachen. Wegen der Textilfasern in der Luft arbeiten die Maschinen mit Absauganlagen, vor allem beim Trocknen der bedruckten Kleidungsstücke. Die Azubis brauchen keine Angst vor den Farben zu haben, so Druckereileiter Gerd Müller. Wir machen hauptsächlich T-Shirts, Caps, sonstige Textilien und wir verwenden Farben, die dem EcoTex-Standard 100 entsprechen. Die sind sehr unbedenklich, so unbedenklich, dass wir sogar Babykleidung damit bedrucken können. Der Familienbetrieb druckt jetzt schon fürs kommende Jahr. Firmenchef Willi Meisel braucht auch in Zukunft viele gut ausgebildete Fachleute. Wir haben Aufträge ohne Ende. Der Kurzfristbedarf von bedruckten Textilien steigt.
Wenn das Champions League-Spiel am Mittwoch gewonnen wird und wir haben die richtige Mannschaft, dann müssen wir am Donnerstag 10.000 T-Shirts liefern. Also meiner Meinung nach, der Beruf des Produktveredlers hat für die nächsten 20 Jahre eine hervorragende Zukunft. Die Ausbildungsinhalte. Arbeitsabläufe vorbereiten, computergesteuerte Maschinen einrichten, Veredlungsprozesse kontrollieren. Hanau-Stoffe in Hof, ein junger Betrieb. Maximilian Söllner ist 25 Jahre alt und hat vor 3 Jahren ausgelernt. Seine Firma spezialisierte sich auf Stoffe für Damenoberbekleidung, Herstellung im Rotationsdruck und im Digitaldruck. Das Rotationsverfahren mit Zylinderschablonen schränkt aber in der Farbauswahl stark ein. Deshalb drängt der Digitaldruck nach vorn. Anstelle einer Riesenschablone gibt's beim digitalen Prozess nur noch eine CD als Vorlage. Maximilian programmiert Stoffeinlauf und Druck. Schon entsteht computergesteuertes Muster auf Viskose-Elastan-Jersey, geeignet für Shirts und Kleider. Die Ausbildungsvergütung für Produktveredler Textil liegt in der Industrie im Vergleich eher im Mittelfeld. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter BR Alpha Ich mach's. Hi, ich bringe dir die letzten Mustertaschen. Ah, super. Für die Kollektion. Schau, bei diesem bin ich gerade dabei. Jede Saison eine neue Kollektion. Ich finde es toll, dass man vom Kunden eine Vorlage bekommt. Und man kann das zu 100% gleich umsetzen auf Digitaldruck, auf Stoff. Wie zum Beispiel Viskose, Polyester, Seide. Und wir haben jeden Tag neue Muster, die wir machen. Und es ist einfach die Vielseitigkeit vom Digitalen. Die Produktveredler Textil lernen in der Textilberufsschule in Münchberg. Im 3. Lehrjahr haben sie jeweils 2,5 Wochen Blockunterricht. Sie werden aufgeteilt in Färber, Beschichter, Markise, Drucker und Appretteure. Genau so ist es. Es gibt auch eine Wetterechtheit. Das Thema heute: Textilausrüstung. Die Schulleiterin Monika Nestvogel zu den Chancen nach Ausbildungsabschluss. Der Produktveredler Textil kann zum Beispiel nach der Ausbildung eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Textiltechniker anhängen oder aber die Meisterprüfung ablegen und hätte damit auch die Möglichkeit, ein Studium zu beginnen. Zum Beispiel als Textilingenieur oder auch im Bereich Maschinenbau oder im Bereich Chemie. Karrieremöglichkeiten: Textiltechniker, Meister, Studium. Praxisunterricht. Ein Schüler beschichtet Baumwollgewebe mit Acrylfarbe. So wird es winddicht und schmutzabweisend. Die Azubis kommen aus 5 süddeutschen Bundesländern nach Münchberg in die Textilschule. Waldemar Adrianow probiert sich hier im Rotationsdruck mit Zylinderschablone und Stahlrakel. Der Zylinder wird von einem Magneten über den Stoff gezogen. Das ist für Waldemar ein ganz anderes Verfahren als zu Hause im Betrieb mit dem T-Shirt-Druck. Nicole Öhl-Schlegel stellt eine Farblösung her, genau nach Rezept. Genau, dass sich die Farbe schön im Wasser verteilt. Produktveredler Textil mischen eben gerne überall mit.